Traumatypfer. Herr Dr. Wichert. Ausgewiesene Expertin für die kosmetische Radiofrequenztherapie. Das möchte ich meinen Zuschauern heute mal näher bringen. Und weil Sie viel mehr Ahnung davon haben als ich, bin ich natürlich ganz gespannt, was man damit alles machen kann und möchte da gerne so ein bisschen auf Ihre Expertise vertrauen. Vielleicht stellen Sie sich noch mal ganz kurz vor, wer Sie sind und wie Sie zur Radiofrequenztherapie gekommen sind. Ich bin Olga Mazzipura, ich bin 33 Jahre alt. Wir sind Entwickler eines Radiotherapiegerätes für Entfernung der Störungen auf der Hautoberfläche, und zwar ohne Narben, ohne Hyperpigmentierung, ohne jegliche Nebenwirkung. Und zwar sehr soft und komfortabel für den Patienten, aber auch für den Behandler. Wir kombinieren Hochfrequenz mit der Elektrolyse. Dabei bleibt unser Handwerkzeug kalt. Und das ist der wesentliche Unterschied zu den anderen Therapien aus der Radiowellentherapie, dass das Werkzeug sich erhitzt. Zum Beispiel bei der Kauterisierung ist das Werkzeug 130 Grad heiß. Man riecht auch die Behandlung. Also Elektrokauter ist im Grunde genommen, wenn man mit dem Elektromesser schneidet und dann das verbrennt, das riecht wie angebrannt in der Pfanne. Genau, weil unser Werkzeug bleibt kalt und deswegen können wir auch überall ohne Narbe arbeiten, auch im Augenlid, im Mund, im Genitalbereich oder sonst wo. Der Patient ist danach nicht eingeschränkt, er kann duschen gehen, er kann in die Sonne fahren, er kann schwimmen gehen, er ist in keiner Weise eingeschränkt. Das Gewebe, das wird einfach von innen, die zuführenden Gefäße werden von innen verödet, also verkocht. Die Hochfrequenz bringt die Wassermoleküle zum Schwingen, die erhitzen sich und denaturieren das Gefäß, den Versorger. Und die Elektrolyse, die wir parallel dazu benutzen, die zersetzt die Zellstruktur. Also das Gewebe, was da zum Beispiel am Oberlid hängt, fällt dann einfach in sich zusammen. Und das merken Sie während der Behandlung. Ich kann das nachher zeigen, dass sich das Gewebe mit der ersten Berührung sofort verändert und in sich zusammenfällt. So aktinische Keratosen, wir sitzen hier heute schön in der Abendsonne, da passiert ja nicht so viel. Aber es ist so ein Problem, wo man sonst mit Cremes arbeitet, die ja auch entarten können, ja, zum Krebs werden können. Ist das auch eine Möglichkeit für die Radiofrequenztherapie? Das ist eine perfekte Indikation zur Entfernung der aktinischen Keratose. Die kann man ausschälen, problemlos, es blutet nicht, man stillt sofort, man verödet sofort die Gefäße, die man aufgemacht hat mit der Hochfrequenz, und das Gewebe kann man richtig ausschälen. Na klar, das Gewebe ist schon vorgeschädigt und es bleibt nicht erhalten. Also man müsste in 1-2 Jahren eine nochmalige Behandlung machen, weil das Gewebe eben vorgeschädigt ist. Aber mit der ersten Behandlung haben sie schon sehr gute Erfolge. Okay. Sehr schön. Dann wäre es doch mal an der Zeit, sich so ein Gerät anzugucken, damit unsere Zuschauer auch eine Idee davon haben, wovon wir überhaupt reden. Ja, ja, ich zeige Ihnen das dann gerne. Dann gehen wir doch mal an die Maschine. So, eingeschaltet habe ich schon alles, eingestellt auch. Durch die Einstellung kann man eben ganz viele Behandlungen machen, ganz viele verschiedene Indikationen. Jetzt machen wir hier bei Ihnen... ich habe jetzt hier so dunkle Flecken aufgehört. Ich meine, das war so ein bisschen spannend, ne? Ja. Und das ist ja die Frage, was kann daraus werden? Also warum machen wir das jetzt? Ah, das sind Sonnenschäden. Sie haben wahrscheinlich sind Sie Fahrrad gefahren oder im Garten gearbeitet und keine Sonnencreme aufgetragen. Nee, die schmiert nicht an, die schmiert nicht an. Ja, aber das wäre gut, sich vor der Sonne zu schützen, denn davon kommt es. Und es kann schlimmer werden, es kann zur aktinischen Keratose werden und dann haben Sie ein Problem. Die ist, na, natürlich können Sie das auch mit dem Gerät später entfernen. Aber die Leute, die jetzt schon Keratose haben, denen würde ich unbedingt empfehlen, sich das so schnell wie möglich behandeln zu lassen, weil die wächst immer tiefer rein. Also wir sind den Anfängen. Genau. Was ich jetzt hier mache, ich löse die oberste Hautschicht ab. Ja. So, das Gewebe bleibt drauf, wie ein natürliches Verband. Mhm. Dabei ist die Stelle einfach geschützt. Die trocknet morgen, übermorgen ein und bröselt innerhalb von 7 Tagen die Kruste einfach ab. Dabei können Sie duschen, Sie können im Garten arbeiten, einfach die Kruste in Ruhe lassen und abheilen lassen. Eigentlich geschlossene Wunde, wo nur noch mal so ein Pflaster drauf ist. Und natürlich genau, ist das natürlich ist Verband. Genau. Perfekt. So, das geht auch ganz schnell, Sekundensache, reine Handarbeit. Und Sie sind heute Abend nicht eingeschränkt. Sie können, das zuckt jetzt ein bisschen. Ja, das ist ein Nerv. Genau. Der läuft, ne? Da und den mache ich noch und dann sind Sie schon fleckenfrei. Ah, das ist ja wie mit Ariel. Ja. So. Spannend. Ja,
das Weibchen. Mhm. Die Nadel ist steril, sie ist immer durch Strom und Hochfrequenz, ist die immer... Aber wird nicht heiß. Nee, die wird nicht heiß, sonst hätte man das gerochen. Okay, durch die Kamera kann man das nicht riechen. Ja, das hätte auch gedacht. Genau, aber sie... Also genau. Es wird nicht verkohlt und es wird genau. Nicht heiß jetzt und es entstehen keine Narben. Das ist der Vorteil der neuesten Technologie unseres Gerätes. Das geht also ganz easy und Sie sehen, Sie punktieren an einer Stelle an und dieser Prozess des Salzwerden im Gefäß oder unter der Haut setzt sich weiter fort. Wie empfinden Sie das vom Schmerzen her? Bräuchten Sie jetzt eine lokale Anästhesie oder eine Emla-Creme? Oder? Überhaupt nicht. Es brennt ein bisschen, das ist richtig, ne? Ja, das ist sehr schön geworden. Und Sie deutlich das Ergebnis, sofort sichtbares Ergebnis für Sie und für den Patienten. Das ist das Schöne. Ja, man sieht sofort, dass das gemacht worden ist. Ja, vielen Dank, liebe Zuschauer. Ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen aufklären können über die Möglichkeiten, die es eben gibt für Dinge, vor denen man oft Angst hat oder über die man sich monatelang in Therapien begeben muss, um weiterzukommen. Und schauen Sie doch in Ihr Umfeld, wo jemand mit der Radiofrequenztherapie arbeitet. Und dann wird Ihnen sicherlich schnell und einfach geholfen. Vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. Danke, ich danke Ihnen. Alles Gute.